Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Unboxing. Heute, wie ihr vielleicht schon sehen könnt, war es von Blizzard, nämlich StarCraft 2 Legacy of the Void. Und da kommt auch die Collector's Edition, weil warum nicht? Zuerst einmal, was gibt's da alles drin? Das werden wir dann sehen. Was weiß ich. Das sehen wir gleich. Also, die Collector's Edition schaut wie immer sehr schön aus. Bei Blizzard sind die Collector's Editions immer sehr, sehr schön. Und es passt sich auch den anderen zwei an von Wings of Liberty und Heroes, nicht Heroes, Hearts of the Swarm. Ach ja, das ist wieder schön, eine kleine Collector's Edition. Ich bin ja immer noch Fan von solchen Collector's Editions, also von solchen physischen Collector's Edition, die man noch in den Schrank reinstellen kann, weil es schaut einfach toll aus, wenn im Schrank auch was Schönes drin ist. Auf jeden Fall. Man öffnet die genauso wie die anderen auch. Ich kann das gerade schlecht hochstellen. Oder doch, ich könnte das sogar. Aber dann hört man das Mikro nicht mehr. Dann stelle ich das mal so hin. Öffne das Ganze mal. Das haut sogar schon fast hin. Man sieht es da und ich kann da ausbauen und was weiß ich. Wir fangen mal an. Mit was fangen wir an? Wir fangen mal hier an mit... wie rum ist es richtig? So. Mit dem Soundtrack. Ich habe mal die ganze Folie weggemacht, weil ich halt ein bisschen laut beim Mikro und dann habe ich gedacht, mache ich das davor weg. Der Soundtrack. Der Soundtrack nochmal. da auf der linken Seite über den Soundtrack. Ich hoffe, da sieht man hier noch die Protos von IU. Es sind nach dem Angriff der Zerg irgendwas, eine Geschichte dazu. Und hier dann auch die CD zu. So, StarCraft Legacy of the Void Soundtrack. Der Soundtrack von StarCraft ist eigentlich auch immer sehr, sehr schön. Ich habe noch nicht reingehört, aber ich schätze mal, der ist ganz gut. Dann das zweite, ein Blick hinter die Kulissen, wieder StarCraft 2. Da habe ich auch noch nicht reingeschaut, ich habe sie gerade erst aufgepackt. Auf der linken Seite als DVD, auf der rechten als Blu-ray. Ich finde das sowieso ganz nett, dass es zwei verschiedene Formate gibt. Habe ich noch nicht reingeschaut, ich weiß nicht, wie lang die sind. Schauen wir mal auf der CD, beziehungsweise auf der DVD, falls ich die irgendwann mal rausbekomme, ohne es kaputt zu machen. Da scheint mir die DVD voll zu sein. Also doch schon einiges an Dateien. Steht da vielleicht auf der Rückseite was? Nein, da steht bloß das, da ist bloß das Protoss-Logo mit Blizzard und sonst nichts Interessanten. So, als nächstes werde ich mal das Spiel hier holen und dann das beste Stück für den Schluss lassen, nämlich hier das Spiel. Spiel-DVD, StarCraft 2, Legacy of the Void, wieder mit dem Protoss. Man sieht mich. Oh mein Gott, man sieht mich. Ich glaube, das hat man auch schon letztes Mal gesehen. Jupp. So, jetzt fängt es wieder an mit dem Zeug raussuchen. Zuerst einmal hier ist die CD. Nichts Besonderes. Und ansonsten gibt es ja wieder ganz viele Flyer, wo ich die ganzen Keys zudecken muss. Eine Probeversion von WoW ist jetzt nichts so Interessantes. Eine kleine Kurzanleitung, steht da irgendwas Tolles drin. Die letzte Schlacht steht bevor, wenigstens schön gezeichnet. Auch wenn Handbücher waren früher mal etwas dicker. Was haben wir hier? Kostenlose Karten bei Hearthstone. Das ist schön. Nur das kann ich jetzt überhaupt nicht zudecken. Machen wir es einfach so. Kostenlose Karten, Hearthstone, sind drei Packs. Glaube ich. Zumindest drei Keys sind drauf, also müssen es drei Packs sein. Und hier wieder so eine Probeversion von StarCraft 2. Ist jetzt auch nichts Interessantes. Aber wenn man es hat, dann hat man es. So, das Spiel packe ich jetzt wieder ein. Das Einzige, was ich von dem Spiel brauche, ist der Key. Ansonsten schauen wir jetzt mal noch das Letzte an. Vorneweg, das Paket ist 3 Kilo schwer. Und wenn man sich jetzt überlegt, eine CD, noch 2 CDs und noch eine CD, sind das 3 Kilo? Nö, sind es nicht, weil hier noch was dazukommt, nämlich... Das Feldhandbuch, das
winzige Felderfrucht. Das schmeiß ich mal schnell weg. Jo. Wehe, du fällst um. Das winzige Feldhandbuch hier. Wie man vielleicht schon merkt, dass ich ganz dünn, ich gebe hier mal so meinen Daumen nebendran. Die Kamera verzerrt irgendwie ein bisschen, kann das sein? Wie auch immer, man merkt vielleicht so den Unterschied. Daumen und Feldhandbuch. Nämlich hier kein Feldhandbuch mit der Veteranen-Edition Volume 1 nur für befugtes Personal Weitergabe untersagt. Hier Söhne von Kohal, Zerg und Protoss. Schauen wir es mal an. Ich finde es super gemacht. Das schaut einfach so toll aus. Schauen wir hier zum Beispiel mal Space Marine. Hier steht zum Beispiel auch dran, was überall dabei ist. Zum Beispiel hier Rolle Kampfrüstung ist die CMC 300 oder 400 Kampfanzug. Bewaffnung C14 Impaler, 8mm Gauss-Gewehr, bla bla blö. Steht auch überall schön mit Informationen dabei. Hier zum Beispiel auch das Rüstungsbenutzerinterface und irgendwas von dem CMC Kampfanzug. Schauen wir mal hier drüben. Inferno-Turm, beziehungsweise hier drüben dann den Raketenturm. Da steht alles super drauf mit Konzeptzeichnungen, mit verschiedenen Informationen dazu. Ich finde das wirklich gut gemacht. Hier hinten dann auch noch die ganzen Artworks. Hier zum Beispiel von dem Protoss. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Wer auch immer das sein soll, ich weiß es nicht. Hier drüben zum Beispiel noch ein Archon oder diese neue Einheit. Wie heißt die neue Einheit? Wie heißt die neue Einheit? Ist auch egal, die von Legacy of the Void, die neue. Ansonsten ist das sehr, sehr schön gemacht. Schauen wir hier zum Beispiel noch ein bisschen an. Will jetzt auch nicht alles zeigen, weil erstens ist das nicht möglich. Und zweitens ist das nicht möglich. Es schaut einfach super aus. Feldhandbuch auf alle Fälle. Ich würde es nochmal kaufen, auch wenn es einzeln ist. Gibt es eigentlich auch irgendwann ein Volume 2? Ich weiß es nicht, wäre ganz nett. Das stellen wir wieder dahin, packen das ein. Packen das ein, habe ich gesagt. So, jetzt ist es drin. Ja, eine Nervensäge. So, jetzt ist es drin, machen wir es wieder zu. Stellen es oben drauf. Zack. 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 Wenn man mal vergleicht, die Collector's Edition von StarCraft Legacy of the Void und die von Anno 2205, die ich auch mal schnell und die von Anno 2205, wenn man die mal so vergleicht, eine Preisdifferenz von, ich glaube, 5 Cent. Von 5 Cent. Und das hier ist ein bisschen teurer als das da und für die 5 Cent gibt es ein riesiges Feldhandbuch hinzu. Alles hat halt seine Vor- und Nachteile. Und ich sollte nicht reden, wenn ich weglaufe. Auf jeden Fall, StarCraft Legacy of the Void schaut sehr schön aus, die Collector's Edition. Es gibt natürlich noch ein paar In-Game-Sachen. Nämlich sieht man das hier nochmal. Ein paar StarCraft 2 Richter-Skins und Porträts, nämlich 3 neue. Weiß gar nicht, was das darstellen soll. Irgendein Xel'Naga, wahrscheinlich noch die dunkle Stimme und irgendein Protoss, der mir auch bekannt vorkommt. Da sieht man es nochmal, wenn... Na, danke. Da sieht man es nochmal. Dann noch ein WoW Archon-Haustier, interessiert mich die Bohne, weil ich kein WoW spiele. Diablo 3 Sondengefährte und Protoss Transmogrifizierung, das Wort konnte ich noch nie aussprechen. Ja... So eine kleine Drohne als Begleiter, warum nicht? Möchtest du mal fokussieren, bitte? Hallo? Fokussieren. Das war alles manuell machen. Na? Na? Hallo? Nee, der möchte jetzt nicht mehr fokussieren. Jetzt. Und noch ein Hearthstone-Protoss-Kartenrücken. Schaut eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Und als letztes noch den Heroes of the Storm Lerngleiter-Reittier. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Mal schauen, ob ich das benutze oder was anderes. Auf jeden Fall, das gefällt mir ganz gut. Die Collector's Edition von StarCraft 2.
jetzt wird erstmal die Kampagne gezockt und danach wahrscheinlich noch ein Multiplayer, wo ich total versagen werde, auf jeden Fall. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt in die Kommentare, wie euch die Collector's Edition gefällt. Ich würde sagen, das war's für die heutige Folge. Und wie immer gilt, Grüßli, euer Mr. Kurzi.